Diese 5 Minuten Nachspielzeit, die er da gegeben hat. Und jetzt nochmal einen Foul-Elfmeter. Wahnsinn. Wahnsinn, dieser Mann. Ich bin mal gespannt, wie der hier gleich das Stadion verlassen will. Also das ist eine Frechheit, was dieser Mann sich hier zusammenpfeift. Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. Schnatterer also gegen Raphael Wolf. Schnatterer läuft an. Raphael Wolf versucht es, aber Schnatterer schießt den Ball in die linke Ecke zum Ausgleich, zum 2:2. Und was macht er da? Was macht er da? Pfeift er jetzt ab oder was? War das der Schlusspfiff vom Schiedsrichter? 5 Minuten Nachspielzeit waren angezeigt. Und davon sind maximal 2 Minuten vorbei. Und das Ganze hat ewig gedauert hier in der Ausführung des Elfmeters. Und ich glaube, das war der Schlusspfiff vom Schiedsrichter. Ich glaube, das war der Schlusspfiff vom Schiedsrichter. 5 Minuten Nachspielzeit waren angezeigt. 5 Minuten waren angezeigt. 2 Minuten sind vorbei. Also ich fühle mich hier verschaukelt. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich fühle mich hier verschaukelt von diesem Schiedsrichter gespannt. Da wirst du verarscht in deinem eigenen Stadion. Wirst du hier verarscht von Schiedsrichter Lasse Koslowski. Wirst du hier auf die Schulter genommen. 5 Minuten, zeig dir auch an, Friedhelm Funke. 5 Minuten war angezeigt. Davon hat er eine nachgespielt. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Mir fehlen da fast die Worte. Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Das ist für mich Betrug, was hier passiert. Das ist für mich Betrug, was Koslowski hier abgeliefert hat. Der Elfmeter ist ein Witz. In der 92. Er hatte nur darauf gewartet, dass er irgendwas hier pfeifen kann. Und dann pfeift er sofort ab nach diesem Elfmeter. Das ist einfach so schlecht. Das ist einfach so schlecht von diesem Schiedsrichterspann. Hoffentlich sehen wir den nie mehr wieder. Das Spiel endet 2:2. Ihr hört Megafon 95, der Fortuna-Podcast, präsentiert von Projekt Megafon. Hallo liebe Fortuna-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu Folge 17. Wir haben das Spiel gegen Heidenheim hinter uns gelassen und was soll ich sagen, es sorgt natürlich für viel Gesprächsstoff. Ich bin der Mo, der Wampendribbler. So viel nehme ich auf Twitter und natürlich mein Komparse, mein Partner in Crime, der Micha, natürlich @Jurenski auf Twitter zu finden. Guten Tag. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von unserem Podcast haltet. Empfiehlt uns weiter. Wir freuen uns. Micha, dann gucken wir mal, wie unsere Reise losgeht. Gucken wir uns mal an, was so vor dem Spiel los war. Klar, Michael Rensing war immer noch mit dem Rippenbruch verletzt. Im neuen Jahr, beziehungsweise wenn es dann ins Wintertrainingslager geht, startet er wieder. Oliver Fink ist nach Achillessehnenproblem immer noch außer Gefecht. In dem Artikel von der Rheinischen stand, dass er noch 2 Wochen circa ausfallen wird. Gut, dass da jetzt die Länderspielpause dazwischen liegt. Kommen wir direkt zur Taktik bzw. zur Aufstellung des Spiels. Formationen waren in 3-1-4-2 oder 3-5-2. Das ist so ein leidiges Thema irgendwie bei uns im Podcast geworden. Da Friedhelm Funke eine sehr flexible Formation spielen lässt. Ob das gut oder schlecht ist, werden wir zu einem anderen Punkt diskutieren. Wechsel in Startelf war Kujovic, Kampf für Usami, Hoffmann für Bormuth und Schmitz für Schauerte. Man kann ihn noch ein bisschen anders drehen, aber wichtig ist, dass es 3 Wechsel zum Vorspiel gab. Ja, Micha, Ramon startete nur von der Bank. Es gibt ja Streit mit Friedhelm Funke, ist so ein bisschen hochgegriffen. Er ist jetzt zum zweiten Mal draußen gewesen und Ramon hat irgendwie gesagt, so ja, ich bin fit, ich kann spielen. Und Funke hat gesagt, ja, den Jungen müssen wir auch mal rausnehmen und schonen. Jetzt saß er wieder nur auf der Bank. Ist das ein gutes Mittel vom Trainer? Ich finde, Ramon auf der Bank sitzen lassen ist kein gutes Mittel vom Trainer. Aber das ist dann eher meine persönliche Meinung. Was ist deine fachkundige Meinung? Ja, meine fachkundige Meinung ist, wenn der Trainer meint, der Spieler ist noch nicht so in der Lage zu spielen, wie er es gerne hätte, dann setzt er ihn halt auf die Bank. Im Endeffekt hat der Trainer das letzte Wort. Aber ja, eigentlich schade, wenn Ramon nicht spielt oder er spät eingewechselt wird. Jetzt wird das Spiel natürlich überschattet von den Diskussionen am Ende oder was gegen Ende des Spiels ausgebrochen ist und von der Schiedsrichterleistung so ein bisschen beeinflusst worden ist. Wir haben uns entschlossen, nur so ein bisschen ein paar Highlights rauszustellen, wie zum Beispiel in der 4. Minute hat Wolf eine gute Parade gemacht. Die war was fürs Highlight-Video, könnte man sagen. Und dann gab es noch eine Chance von Hennings in der 35. wo der nach einer Ecke Schuss vom linken Strafraumrand irgendwie draufhaut. Spiel war ziemlich ausgeglichen. Heidenheim
ja, war ein bisschen besser, aber es lag auch eher daran, dass Fortuna so ein bisschen in der eigenen Hälfte war und gegen das Defensivbollwerk von Heidenheim kreativ keine Lösung gefunden hat. Gehen wir direkt in die zweite Hälfte. Wir wollen ja heute nicht so viel Zeit mit verschwenden, weil Heidenheim einfach defensiv gut war. Klar, dann kam die Wechsel, Raman für Kujovic, der kam dann in der 61. Ich glaube, da hat Funkel mit aller Macht versucht, Geschwindigkeit ins Spiel zu bringen, weil die fehlte so ein bisschen. Neuhaus, ja, der zog einfach mal unbedrängt aus ein paar Metern ab in der 62. Dann bekam Ayhan gelb nach Meckern. Ich weiß nicht, wie ihr das im Stadion ja bewertet habt, aber der wurde zwei, dreimal härter gegrätscht und ein, zweimal gefoult, was der Schiedsrichter nicht mit gelb bestraft oder überhaupt geahndet hat. Dann wurde er nochmal so umgesenzt, meckert dann zu Recht meiner Meinung nach und kriegt dann direkt gelb dafür. Fing es da schon langsam an, dass der Schiedsrichter verloren hat, Feingefühl zu zeigen? Ich sag mal so, spätestens da hat er die Kontrolle zum Spiel verloren, weil das Ayhan meckert und man ihm gelb gibt, kann ich, also ist noch verständlich, ist zwar hart, aber verständlich, aber dann muss er dem Spieler, der halt Ayhan umgetreten hat, dann muss man ihm auch gelb geben, so, weil das war halt schon ein hartes Einsteigen und als Ayhan kann ich verstehen, dass er sich darüber aufregt, dass der Gegner da keine gelbe Karte kriegt. Er wurde halt innerhalb von 4-5 Minuten auch 4-5 Mal hart gefoult oder hart bespielt. Davon waren zwar nur zwei, würde ich sagen, richtig grobe Fouls, aber überhartes Einsteigen wird ja normalerweise auch mehr oder weniger bestraft. Ja, Ayhan musste dann auch raus, paar Minuten später, für ihn kam dann Bormut. Bis dahin dein Fazit zum Spiel. Meiner Meinung nach Heidenheim tick besser, aber Spiel allgemein. Ja, ich fand, Heidenheim stand halt defensiv gut und dadurch kam Fortuna halt nicht, weil denen die Geschwindigkeit gefehlt hat, beziehungsweise die Kreativität, um da irgendwie durchzukommen. Und ja, das war praktisch auch schon ein bisschen so wie das Spiel gegen Bochum, wenn man mal die Chancen hatte, gut nach vorne zu kommen, da wurde halt direkt der Spieler umgehauen und ja, der Gegner hat dafür keine gelbe Karte gekriegt und deswegen hat sich der Gegner dann das nächste Mal erlaubt, den Gegner nochmal härter umzutreten. Und dann gab es dafür wieder keine gelbe Karte und so hat sich das halt hochgeschaukelt. Jetzt kam es ja dann am Ende mehr oder weniger Schlag auf Schlag. Fortuna schoss 1-0, dann schoss Heidenheim das 1-1. Dann gab es einen Foul-Elfmeter für Heidenheim nicht, wo man sagen muss, das wäre der Elfmeter gewesen. Nur muss ich jetzt zugeben, der Schiedsrichter wirkte so, zumindest als er den Elfmeter dann gab, der zum 2-2 führte, dass er den gegeben hat, weil er wusste, fuck, ich habe einen Fehler gemacht. Kommen wir aber jetzt kurz zu den zwei Toren zurück von Fortuna. Ne, das eine Tor brauchen wir nicht drüber reden, bei dem anderen halt typisch Rahman, oder? Langer Pass und er läuft ihn und schiebt ihn dann rein. Der macht ja so ein kleines Solo. Auch noch, Micha, ihr stand ja natürlich wie immer in der Kurve und habt euch da tierisch gefreut, als der in der 90. Minute da das Ding reinschob. Ja, das auf jeden Fall. Da bin ich im Block richtig abgegangen. Ja, es war halt so eine Genugtuung, weil mir die Heidenheimer im Spiel ziemlich auf den Sack gegangen sind mit ihrer Spielweise. Und der Schiedsrichter hat das eher noch befeuert, als irgendwie dagegen angekämpft mit seiner nicht gelben Kartenleistung oder nicht gelben Karten zeigen und so weiter. Und deswegen war es zu dem Zeitpunkt auch eine richtige Genugtuung, den Heidenheimern, sage ich mal, metaphorisch gesehen ins Gesicht zu spucken, sozusagen. Da ist der Schiedsrichter einem auch schon auf den Sack gegangen und man hatte das Gefühl, der Schiedsrichter pfeift alles für Heidenheim. Und ja, deswegen war es eigentlich eine Genugtuung in dem Zeitpunkt. Dann passierte folgende Situation. Strafraum, Pass kommt in die Mitte und dann ist halt der Stürmer, ich glaube Glatzel heißt er, von Heidenheim, ist dann am Ball, läuft auf den Torwart zu, der ist praktisch schon an der Torauslinie und ja, wird dann so von Wolf und ich weiß gar nicht mehr, wer da auch noch gespielt hat, wird da so ein bisschen bedrängt und der Ball verstolpert, der fällt dann auch hin, drückt aber vor, ich glaube Zimmer war es, mit dem Ellbogen weg, Schiedsrichter pfeift und dachte, okay, jetzt kriege ich das Foul gegen mich oder der Ball ist im Aus, ne? Kommst du, genauso wie ich, zu der Erkenntnis, eigentlich genauso wie alle, dass diese Aktion kein Elfmeter war? Oder meinst du, okay, das kann man schon mal geben? Für mich war es kein Elfmeter. Und ja, die meisten Stimmen, die ich da irgendwie gelesen habe und so, die haben auch geschrieben, dass es war eher so ein, ja, muss man nicht pfeifen, aber wenn der Schiri halt ein schlechtes Gewissen hatte wegen der Aktion vorher und die Heidenheimer den halt angepöbelt haben die ganze Zeit, warum sie keinen Elfmeter bekommen haben, dachte der sich, ja okay, dann gebe ich denen jetzt halt den Elfmeter, damit die Ruhe geben. Und was halt auch alles über die Leistung vom Schiedsrichter eigentlich sagt. Dann passierte so einiges.
Neuhaus wurde umgeschubst, dann wurde Neuhaus nochmal umgeschubst, dann tritt Neuhaus nach und dann wird Neuhaus auch noch niedergeköpft. Die Spieler konnten theoretisch machen, was sie wollten. Ich glaube, die Betreuer versuchten auf dem Platz und neben dem Platz so ein bisschen ihre Schafe zu zähmen. Schiedsrichter stand zwar außerhalb und ging nicht in das Geschehen rein, aber so wirklich die persönlichen Strafen, die es dann hätte geben müssen, klar, müssen wir eingestehen, die zwei Spieler von Heidenheim hätten vom Platz gestellt werden müssen auf dem Spielfeld. Natürlich hätte Neuhaus auch noch vom Platz gestellt werden müssen für die Aktion. Ich bin vor dem Fernsehbildschirm, als das alles ablief, total ausgerastet. Jetzt muss ich sagen, klar, die 5 Minuten Nachspielzeit. Es waren 30 Sekunden gefühlt. Ja, die hat er nicht weiterspielen lassen. Jetzt muss ich zugeben, als Schiedsrichter, weil ich ähnliche Situationen erlebe und kenne, er musste sich wahrscheinlich in dem Moment eingestehen, fuck, ich habe jetzt keinen Zugriff mehr auf die Spieler. Ich muss es beenden, weil anders kommt da keine Ruhe rein. Aber er hat spätestens nach der Aktion, wo Eihan ja wegen Meckern die gelbe Karte bekommen hat, spätestens da hatte der schon keinen Zugriff auf das Spiel. Und dann zeigt er 5 Minuten Nachspielzeit an, dann kommt ein Angriff, der Elfmeter wird gepfiffen und nach dem Elfmeter pfeift er ab. Erstmal sind es keine 5 Minuten Nachspielzeit, weil es eigentlich bis dahin eigentlich locker lief oder zumindest nicht viel Zeitspiel da war. Aber dann gibt's die 5 Minuten Nachspielzeit und dann kommt eine Aktion und dann gibt's einen Elfmeter und dann pfeift er ab, wo ich mir auch denke so, ja, wo sind denn jetzt, wo hast du jetzt seine 5 Minuten gelassen? Klar, die Uhr lief so, weiter und ja, aber, währenddessen war all diese Traube. Aber das ist doch so, wenn du 5 Minuten Nachspielzeit gibst und von den 5 Minuten wird 4 Minuten 30 nicht gespielt, dann musst du die 4 Minuten 30 auch noch weiterspielen lassen. Das ist ja eine Mindestnachspielzeit und keine, wir spielen so wie im Basketball, so wenn die Zeit abgelaufen ist, dann pfeift man ab, sondern das ist ja auch so, wenn du 4 Minuten Nachspielzeit gibst und dann wechselt der Gegner noch zweimal, dann spielt man halt 5 Minuten nach, weil das halt keine aktive Spielzeit war. Als er dann hat er so praktisch noch den Elfmeter für Heidenheim gegeben, dachte sich dann, okay, damit habe ich meinen Fehler wieder gut gemacht. Und ja, bevor die mir jetzt hier aufs Dach steigen, was die eh schon machen, pfeife ich einfach früher ab, weil dann kann ich nach Hause und mir zu Hause noch 2 Bierchen trinken. Ich habe halt das Gefühl, er hat halt da wirklich komplett die Kontrolle, so vorher, er hatte die Kontrolle nie, aber da war das auch so, gleich gehen die Spieler auf den los. Und dann dachte er sich, ah, ist mir jetzt alles egal, ich pfeife jetzt ab. Aber ich denke mir, wenn man sowas halt in der Kreisliga macht oder so als Schiedsrichter und einfach abpfeift, ist es ja okay. Aber das ist ein Zweitligaschiedsrichter. Und wenn du Zweitligaschiedsrichter bist, dann musst du auch mal damit klarkommen, wenn du mal angepöbelt wirst und nicht direkt den Schwanz einziehen und dann schnell nach Hause laufen und dann melde dich ab und werd keine Ahnung, weißt du, dann sei kein Schiedsrichter und geh anderen Leuten auf den Sack und sowas und markier einen auf dicke Hose, wenn man nichts drauf hat und in der zweiten Liga als Schiedsrichter nichts zu suchen hat. Jetzt muss man sagen, dass Lasse Koslowski hatte diese unrühmliche Hauptrolle in diesem Spiel. Kritik an ihm ist, glaube ich, auch verständlich. Er ist jetzt 30 Jahre alt geworden und galt so ein bisschen darauf, er pfeift, glaube ich, auch schon 2 Jahre zweite Liga, einen schnellen Aufstieg in die Bundesliga zu machen, weil er ein unheimliches Talent sein soll. Jetzt mal die Hasskappe abgezogen. Ich weiß, es brennt dir immer noch und wenn ich dich jetzt nicht den Mund verbieten würde, würdest du weiter schimpfen. Aber denkst du, dass nach diesem Spiel vor allem seine Bundesliga- oder FIFA-Träume passé sind? Ich denke schon, weil er hat einfach Fehler gemacht. Es ist so, wenn man sich das ansieht und sieht, wie er das Spiel aus der Hand gegeben hat und einfach keine Kontrolle mehr hatte und dann einfach nur so gepfiffen hat, damit er jetzt nicht noch mehr kritisiert wird oder damit die Spieler ihn jetzt nicht noch mehr angehen. Und wenn man halt so ein, ich sag mal so, wenn du so ein Weichei bist, dann hast du in der zweiten Liga nichts als Schiedsrichter zu suchen, geschweige denn irgendwie in der Champions League. So, weil was willst du denn da, wenn du pfeifst, wie dir die Nase steht und nicht irgendwie, wie es in den Regeln steht. Also, Micha, eigentlich wollte ich dich jetzt noch gefragt haben, wie es als Torwart eigentlich ist, wenn du eine weiße Weste hast, aber die ist nach dem Spiel von Rafa Wolf jetzt zu Ende, deswegen erübrigt sich die Frage. Wenn du eine weiße Weste hast, das beflügelt einen eher, das gibt einem so dieses Gefühl, ja, komm doch, schieß doch. Das Ding geht eh nicht rein, weil unsere Abwehr oder beziehungsweise die Abwehr und ich, wir sind so gut, der Ball geht eh nicht rein, deswegen ist es eher so eine Beflügelung. Jetzt kommt die Frage auf, wo jetzt Fink schon das zweite Spiel fehlt, sind wir ohne ihn keine Mannschaft oder waren es jetzt einfach letzten 2 Gegner mit Bochum und Heidenheim einfach 2 Mannschaften, die unten drin stehen und sagen wir einfach mal
so scheiße sind. Hauptsache, wir nehmen einen Punkt mit. Ja, ich denke, Bochum und Heidenheim waren halt Teams, die sich halt hinten reinstellen und wirklich alles umtreten oder beziehungsweise mit allen Mann oder mit aller Kraft halt das Tor verteidigen. Und deswegen denke ich, es liegt nicht unbedingt an Fink, sondern eher an den Gegnern. Weil Heidenheim hat ja auch so diese, ja, ich sag mal, wenn man nichts Nettes sagt, dann sagt man lieber nichts. Das ist Fortuna Podcast und wenn tatsächlich irgendeiner aus Heidenheim oder Bochum sich ihn anhört, kann er auch jetzt die mal die drei so Heidenheim-Fans. Aber hau ruhig raus, was du sagen wolltest. Ja, aber nee, das ist so, wie es komplett die Heidenheim, wie die gespielt haben, also nicht wie sie gespielt haben, aber wie sie sich aufgeführt haben, dass der Schiri pfeift komplett für sie und die regen sich auf und rennen mit der Trainer und die ganze Bank rennt aufs Spielfeld und denkt sich so und pöbeln rum. Und ja, das ist halt, normalerweise denke ich mir, keine Mannschaft hat den Abstieg verdient, aber ich hoffe so, dass Heidenheim absteigt, weil ich finde, so eine Drecksmannschaft hat eigentlich nichts in der zweiten Liga zu suchen, vor allem wenn die sich so aufführen. Und eigentlich dachte ich ja auch, dass der Trainer, der heißt, wie heißt der, Frank Schmitz? Ich meine ja, oder Frank Schmidt, glaube ich. Ich dachte immer so, ja, eigentlich cool, wenn man so lange an einem Trainer festhält, dann kann er nicht komplett scheiße sein. Ja, aber wenn er sich so aufführt, dann denke ich mir auch, ja, scheiß auf den und scheiß auf den kompletten Verein und hoffentlich steigen die ab. Jetzt müssen wir irgendwie noch, also müssen nicht, aber wir wollen irgendwie noch mal gucken, wen wir eigentlich erwähnen können. Jetzt könnte man sagen, Florian Neuhaus, der hat versucht, kreativ seine Aktion zu setzen, aber ansonsten weiß ich halt nicht. Ich hatte jetzt gesagt, wenn wir erstmal den, es war nicht sein Tagpreis, einfach mal nehmen, dass Schmitz und Gieselmann viele Fehlpässe hatten und das Tempo öfter mal unnötigerweise verzögert haben, was nicht immer richtig war. Micha, würdest du mir dazu stimmen oder würdest du einfach sagen, ey, komm, wir geben jetzt einfach Kujovic das Ding, weil der mal vorne wieder wirkte wie der Leuchtturm bei Flut auf Vorsee? Ja, ich würde meinen, es war nicht sein Tagpreis, Kujovic geben, weil der wirkte komplett, weiß nicht, seine Stärke ist halt im 16er stehen, hohe Bälle kriegen und den Ball reinköpfen. Aber das ist irgendwie nicht die Spielweise von Fortuna und man hat halt gemerkt, wenn er den Ball am Fuß hat, also es wirkte einfach unbeholfen und dann, es ist so dieses, er macht das Spiel langsam, er läuft, macht nicht die richtigen Laufwege, er spielt nicht die richtigen Pässe und ich habe schon zur Halbzeit gesagt, boah, hoffentlich kommt Rahman rein für Kujovic oder von mir aus auch irgendjemand anders, aber Hauptsache Kujovic geht raus und dafür irgendein Offensiver. Eigentlich wollten wir noch so einen extra Preis vergeben. Willst du vorlesen, was du ins Skript gehauen hast, oder soll ich's machen? Soll ich jetzt wortwörtlich reinschreiben, was ich direkt nach dem Spiel reingeschrieben habe? Lese einfach vor. Muss vielleicht nicht die ganz grobe Sprache benutzen, aber lies es einfach mal vor. Ich formuliere es durch die Blume und ich habe mir gedacht, wir müssen eigentlich irgendwie einen Preis ins Leben rufen, der halt nicht spieltagsbezogen ist oder beziehungsweise der halt für eine Aktion bezogen ist. So wenn, ich sag mal so, wenn ein Schiedsrichter so dermaßen scheiße pfeift oder die gegnerische Mannschaft einem so auf den Sack gegangen ist mit ihrem Geheule, dass man da halt irgendwie noch einen Preis oder noch eine Liste erstellt und Scheißaktionpreis oder Unsympath des Jahrespreis oder irgendwie sowas. Ich finde ja, das hat mit Fußball nichts zu tun, auch super. Ja, weil das hat mit Fußball nichts zu tun. Aber im Endeffekt habe ich mir gedacht, eigentlich könnte man das ganz simpel halten und einfach nur, dass jeder von uns einfach eine, finde ich, scheiße Liste anfertigt. Wir müssen nochmal ganz dringend sagen, bevor wir hier weitermachen, wir sind mit dem Ergebnis, mit dem Unentschieden, können wir beide leben, weil das Spiel halt durch die Bank weg, halt eigentlich nichts anderes. Das Unentschieden war ein gerechtes Ergebnis, nur halt, wie es zustande gekommen ist. Was da am Ende abgelaufen ist, ja. Oder gegen Spielende mit dem Schiedsrichter und den Heidenheimern und das war halt alles richtig viel Scheiße. Wie ihr das gesehen habt, könnt ihr mal bei YouTube in die Kommentare hauen. Micha, meinst du, es wird da noch Strafen geben? So 3 Spiele Sperre für alle 3 Beteiligten, die da am Ende ausgeteilt haben? Obwohl eigentlich hoffe ich nicht. Eigentlich hoffe ich, der Schiedsrichter kriegt einfach mal 2 Spiele Pause und man sagt, und der DFB sagt dann, aber das wird eh nicht vorkommen, dass der DFB sagt, okay, das war einfach, lassen wir einfach fallen, weil ich weiß, dass Fortuna-Spiele auch gesperrt werden müssten, sehr wahrscheinlich.
Aber eigentlich müsste man da noch nachträglich irgendwelche Leute sperren für das, was da halt alles vorgefallen ist. Aber der nächste Gegner von uns auf jeden Fall, der erste FC Ingolstadt. Jetzt kommt eigentlich die Frage, was uns mit diesem Verein verbindet. Du hast jetzt ins Skript nichts reingeknallt. Was mich mit dem Verein verbindet, ist halt irgendwie, dass die früher irgendwie immer grausam in der zweiten oder dritten Liga waren. So habe ich die zumindest im Kopf. Und wir haben früher im Block immer bei schlechten oder leisen Gegnern gerufen, wenn die so mit drei Mann angereist sind, immer Ingolstadt laut gerufen, weil Ingolstadt so für uns im Kopf früher das Synonym für wenig oder schlechte Fans war oder für Kleinstadtfußball. Könnte man so ein bisschen vergleichen, den Jüngeren von euch, die uns hören und ins Stadion gehen, so ist dieses, ihr seid leiser als Fortuna Köln, das ist so ein bisschen das alte Synonym dafür. Micha, willst du noch was zu Ingolstadt sagen? Mit Ingolstadt verbinde ich eigentlich auch genau das, so diese Mannschaft, die eigentlich immer in der zweiten Liga gegen den Abstieg gespielt hat und dann auf einmal von jetzt auf gleich oder innerhalb von einer Saison auf einmal gut war und aufgestiegen ist, so aus dem Nichts. Und was ich auch oft wenn ich Ingolstadt höre, mittlerweile verbinde ich da den Ralf Gunesch mit, weil ja, ich folge dem halt auf Twitter und was er halt auf YouTube manchmal für Videos macht oder in welchen Videos er so vorkommt. Und da erzählt auch viel über Ingolstadt, weil der da ja auch war. Und ja, das ist halt das, was ich mit Ingolstadt verbinde eigentlich. Ingolstadt ist mit 3 Niederlagen die Saison gestartet. Mittlerweile haben die sich ins obere Drittel gekämpft, aber so richtig schön Fußball spielen die noch nicht. Gab ein paar Trainerwechsel da und generell auch Chaos. Ich glaube, langjährigen Fortuna-Fans müssten wir mal den Namen Marcel Gauss nennen, weil auf den trifft die Fortuna wieder. Der war ja auch, glaube ich, auch erst bei Kaiserslautern, zwischendurch mal bei Frankfurt und konnte sich da FSV Frankfurt konnte sich da auch nicht wirklich durchsetzen. Jetzt scheint er bei Ingolstadt endlich den Durchbruch geschafft zu haben. Freust du dich grundsätzlich für Ex-Fortuna-Spieler, wenn die woanders erfolgreich sind, oder ist das so, wo du sagst, so, ja, eigentlich sind mir die dann egal? Kommt drauf an, ob es einfach nur Ex-Fortuna-Spieler sind oder ob es Spieler sind, die bei Fortuna aus der Jugend kommen. Weil wenn die aus der Jugend kommen, dann freue ich mich immer so, Bebu, dass der jetzt eigentlich ganz ordentlich in Hannover spielt, das freut mich total. Aber wenn das irgendwie ein Spieler ist, der irgendwie 2 Jahre bei Fortuna war und dann gegangen ist, dann ist mir das egal. Bei Marcel Gauss, ich habe es eh nicht verstanden, warum Fortuna den hat gehen lassen. Ja, auf ihn freue ich mich auf jeden Fall. Ich tippe Sieg für uns mit einem Tor Vorsprung. Ich denke mal, ein 1-0 und ein 1, dreht es wie ihr es wollt, wird wohl das Ergebnis sein. Ja, mein Tipp zum Spiel ist ein 1-1. Einfach, weil die letzten Spiele war ich mir ziemlich sicher, dass wir gewinnen. Und ja, gegen Ingolstadt, mal gucken, da bin ich zufrieden, wenn wir einen Punkt holen. Greifen wir nochmal ein paar Themen außerhalb des Spielfelds auf. Wo geht die Reise für Fortuna hin? Was bedeuten die letzten Ergebnisse für Fortuna? Ja, die Ergebnisse gegen Bochum und Heidenheim haben eigentlich gezeigt, dass Fortuna nicht in der Lage ist, vorne wegzumarschieren, weil die hätten sich jetzt ein gutes Polster aufbauen können. Und ich denke mal schon, die Möglichkeit besteht, dass sie bis zum Ende der Saison oben dranbleiben, aber ich denke mal nicht, dass Fortuna am Ende der Saison irgendwie mit 6 Punkten Vorsprung oder so aufsteigt, sondern eher, dass es dann so ein Platz 1 bis 5 wird drin sein, aber halt relativ knapp alles. Jetzt gucken wir mal ein paar Ligen tiefer. Nämlich, was die Zweite so gemacht hat. Denn die haben nämlich 1-3 verloren gegen den SC Bonn. Micha, die Zweite, hat sie jetzt die Abwärtsspirale oder hat sie die nicht? Das waren jetzt gegen die zweite Mannschaft von Köln und jetzt gegen den SC Bonn. Wo ich glaube, die heißen eigentlich Bonner SC. Ich glaube, ich habe es falsch. Ist ja auch scheißegal. ist ja dann auch egal. Ja, das war waren jetzt 2 Mannschaften, die halt hinten drin stehen auf dem Abstiegsplatz, aber dann gegen Fortuna gewonnen haben. Und bei Bonn war es jetzt so, dass die Zweite eigentlich die bessere Mannschaft war und eigentlich voll viel mehr Torchancen hatte und die Chancen aber nicht genutzt hat und stattdessen den Gegner halt zu Toren eingeladen hat. Ich wusste es, ich hätte Hashimoto nicht loben sollen. Ja, auf jeden Fall. Die Zweite war eigentlich die bessere Mannschaft, aber wenn man dann 3-1 verliert, heißt ja, dass man einiges falsch gemacht hat. Micha, in letzter Zeit wird in der Bundesliga oft über den Videobeweis gestritten, mehr oder weniger. Das steht sehr in der Kritik. In der zweiten Liga, wo wir uns mit Fortuna Düsseldorf befinden, gibt es nicht mal die Torlinientechnik, weil viele der Vereine vor ein paar Jahren mal dagegen gestimmt haben.
dass es Ding gibt, weil es wäre, glaube ich, pro Spiel 2.000-3.000 Euro mehr. Die können sich, glaube ich, nicht alle Teams dann so leisten. Wäre das Chaos, was bei Fortuna passiert ist oder allgemein oft passiert, wäre da wirklich nützlich, den in jeder Liga zu haben? Oder bewirkt der Videobeweis eigentlich das Gegenteil, dass wir jetzt noch kritischer und noch genauer hinschauen, was machen die Schiedsrichter da eigentlich? Ich denke, mit einem Videobeweis wäre das Spiel gestern komplett anders ausgegangen, also das Spiel gegen Heidenheim. Ich finde, Torlinientechnik sollte man auf jeden Fall auch in der zweiten Liga haben, aber Videobeweis, finde ich, reicht eigentlich, wenn er in der Bundesliga ist. Findest du es positiv oder hat es für dich eigentlich nur, wie gesagt, Nachteile? Ich finde den Videobeweis an sich super. Ich verstehe gar nicht, warum da die Leute so viel rummeckern drüber. Ich freue mich eigentlich immer, wenn es zum Videobeweis kommt und bin froh, dass man endlich mal diesen Schritt gegangen ist und das jetzt so macht. Jetzt ist natürlich die Kritik oftmals, dass die Leute, die in diesem Review Center sitzen, dem wird nachgesagt, nicht die Qualität zu haben, wie zum Beispiel Felix Brüch, FIFA-Schiedsrichter unter anderem. Pflichtest du dabei oder ist es einfach eine Entwicklung? Weil es ist ja oft eine Testphase in der Top-Liga, die stattfindet. Es ist einfach die Zeit, die der Videobeweis braucht und wir sollten alle mal mit der Kritik so ein bisschen zurückstecken? Oder ist es genau richtig, dass wir immer und immer wieder in jedem Spiel, jedes Wochenende so mit der Nadel direkt in die Vene hauen? Ich finde, man sollte dem Videobeweis auch ein bisschen Zeit lassen, um sich zu entwickeln, weil er hat sich ja jetzt schon geändert, weil irgendwie nach dem 5. Spieltag, weil vorher hieß es ja, dass die Schiedsrichter eigentlich, so weit es wirklich ist, gar nicht zu ihrem Monitor laufen sollen, sondern die Meinung vom Videoassistenten übernehmen sollen. Aber dann gab es irgendwie Beschwerden und da haben sich viele Mannschaften darüber aufgeregt. Und nach dem 5. Spieltag hat man halt vermehrt gesehen, dass die Schiedsrichter auch zum Monitor gegangen sind, um sich die Aktion selber anzugucken, weil wenn das so eine Grauzone ist, dann kann man sich ja der Linie des Spiels anpassen und wenn halt die ganze Zeit umgetreten wurde, dann kann man da auch schneller mal eine rote Karte ziehen, als wenn das Spiel komplett fair ist und das so die einzige Aktion war, dann kann man da auch mal mit dunkelgelb durchgehen. Und was du zu den Videoassistenten gesagt hast, ist, da sind ja auch fähige Leute bei, da sind ja zum Beispiel auch die, ich weiß jetzt nicht mehr die Namen, aber die drei Schiedsrichter, die halt von letzter Saison zu dieser Saison in Ruhestand gegangen sind, die machen halt auch den Videoassistenten und ich denke mal, dass die schon Ahnung haben davon, was da vor sich geht oder wie man Sachen bewerten soll. Und ich denke mal, dass sich das immer weiter verbessern wird und irgendwann, hoffentlich nach der Winterpause, aber wahrscheinlich erst nach der nächsten Saison, wird sich das dann alles einkriegen und dann werden auch die ganzen Kritiker zufriedengestellt sein. Wenn ihr eure Meinung loswerden wollt, knallt es bei YouTube in die Kommentare oder twittert uns an, facebookt uns an, wie auch immer. Eure Meinung interessiert uns ziemlich stark zu dem Thema. Wie schon angesprochen, werden wir jetzt ein paar Leute grüßen. Ich grüße an der Stelle den Sebastian. Happy Birthday. Ich weiß, du hattest gestern Geburtstag, wenn die Folge ausgestrahlt wird, aber dir alles Gute. Ich hoffe, du hast wunderbar gefeiert mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit allen Menschen, die ich liebe. Und Micha, du hast für uns noch eine Podcast-Empfehlung. Ich habe eine Podcast-Empfehlung von einem Freund von mir und der hat einen neuen Podcast gestartet. Der nennt sich Mauerstraße 12a. Der ist noch, da sind glaube ich erst 2-3 Folgen draußen, aber das ist halt eher so einen, die reden über alles Mögliche. Also wenn ihr einfach Lust habt, Leuten beim Erzählen zuzuhören, das was halt nicht unbedingt Fußball ist, sondern Themen allgemein, könnt ihr da ja mal vorbei hören und mal liebe Grüße da lassen auch. Das Grüße da, dass ihr von uns kommt. Ich hau jetzt nicht nochmal raus, wie ihr uns findet. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile alle, wo ihr uns findet. Und dann, Micha, halten wir uns nicht lange auf. Sagen wir auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.